Hey Dennis hier, schön, dass du bei diesem Video hier am Start bist. Ich möchte dir in diesem Video die Melodie vom Beverly Hills Cop auf der Gitarre zeigen. Und so klingt das Ganze dann. 2, 3, 4. So, bevor ich dir zeige, wie das Ganze funktioniert, möchte ich dir empfehlen, in der Videobeschreibung mal zu schauen. Da findest du meinen kostenlosen Crashkurs. Eine sehr gute Grundlage, auch für dieses Tutorial zum Beispiel. Du kriegst viele wichtige Videolektionen zum Thema, wie halte ich die Gitarre, wie halte ich ein Plektrum, wie mache ich meine ersten Schritte auf der Gitarre. Es ist ein E-Book dabei, wo du viele nützliche Tipps und Tricks nochmal mit auf den Weg bekommst. Und jetzt legen wir los, Beverly Hills Cop. Wir starten, also es ist übrigens egal, ob du eine akustische oder eine elektrische Gitarre jetzt hast, heute mal in einer etwas höheren Lage, das heißt, wir greifen hier relativ weit oben. Und zwar im 10. Bund starten wir das Ganze, hochgezählt, 7, 8, 9, 10 auf der G-Seite, das ist die dritte von unten. Den Zeigefinger greifen wir da. Und wir unterteilen diesen ganzen Song in drei verschiedene Parts. Also, erster Part. Bis dahin. Also, starten hier. Dann greifen wir mit dem kleinen Finger in den 13. Bund, also 10 und dann hier in den 13. Bund. Und dann wieder zweimal im 10. Bund. Und dann mit dem Mittelfinger in den 11. Bund auf der H-Seite, das ist die zweite Seite von unten. Also 10, 13, 10, 10, 11, dann wieder zurück zum ersten Ton und dann mit dem kleinen Finger in den 13. Bund auf der D-Seite, das ist die vierte Seite von unten. Also haben wir 10, 13, 10, 10, 11, 10, 13. Nochmal, das ganze Spiel ist ein bisschen im Kreis. Töne heißen F, As, F, F, B, dann wieder F und dann S und wieder F. Weiter geht es in unserem zweiten Teil mit also wieder mit dem F hier, im 10. Bund auf der G-Seite. Dann mit dem kleinen Finger in den 13. Bund auf der H-Seite. Dann wieder zweimal den F-Ton, ja, den ersten Ton, das geht immer zurück wieder zu diesem F. Und dann mit dem kleinen Finger müssen wir überstrecken in den 14. Bund auf der H-Seite. Danach direkt wieder in den 13. Und dann würde ich empfehlen, mit dem Ringfinger in den 13. Bund auf der G-Seite. Also. Mal die beiden ersten Teile zusammen. Und zweiter Teil. Kommen wir zum dritten Teil. Starten wieder hier im 10. Bund auf der G-Seite auf unserem Ton F. Und müssen dann jetzt hier, das ist der schwierigste Teil des Ganzen, sehr schnell die Seiten wechseln, nämlich vom E von dem F zum C im 13. Bund auf der H-Seite und dann zum F im 13. Bund auf der hohen E-Seite.
kannst du natürlich auch hier mit Zeige, Ring und kleinem Finger machen. Aber auch nur mit dem kleinen Finger, das geht auch. Was dir da besser liegt, wenn du mit dem kleinen Finger noch nicht ganz so flexibel bist. Dann wieder zurück zum 10. Bund auf der G-Seite. Dann zweimal im 13. Bund auf der D-Seite. Dann in den 10. Bund auf der D-Seite. Dann in den 12. Bund auf der G-Seite. Und dann wieder unseren ersten Ton als letzten Ton. Nochmal dieser dritte Part. Nochmal. 10, 13, 10, 10, 13, 13, 10, 12, 10. 10, 13, 13, 10, 13, 13, 10, 12, 10. Nochmal den letzten Part, den dritten Part. Und mal alle Parts zusammen. 1, 2, 3, 4. Beverly Hills Cop, viel Spaß mit diesem Video. Ich kann dir nur empfehlen, wenn du hiermit irgendwie Schwierigkeiten gehabt haben solltest, in der Videobeschreibung mal vorbeizuschauen. Da bekommst du viele, viele nützliche Tipps und Tricks in meinem kostenlosen Crashkurs. Ich würde mich freuen, dich da auch begrüßen zu dürfen. Wie gesagt, absolut kostenlos, keine Verpflichtung zu irgendetwas. Das soll einfach nur als Grundlage dienen für das, was du hier auf meinem Channel so lernst. Und ich würde sagen, du schreibst in die Kommentare, was du in Zukunft hier an Videos, Tutorials oder was auch immer sehen möchtest oder wie du dieses Video hier fandest. Lass mir ein Abo da und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Mach's gut. Ciao!